Herzlich willkommen auf dem YouTube-Portal von TAT Ersatztherapie, dem Portal für Männer, die sich über eine Ersatztherapie mit dem Hormon Testosteron informieren möchten. Falls auch du rausfinden möchtest, ob du unter den Symptomen einer Unterfunktion leidest, dann lade ich dich dazu ein, die Webseite www.ersatztherapie.com zu besuchen und dort einen ADAM-Test zu absolvieren. Falls du danach eine geeignete, betreute, professionelle Lösung für eine Therapie suchst, findest du auch dort die geeignete Anlaufstelle. Jetzt viel Spaß. Hallo Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Video, wo es um die Hormonersatztherapie geht. Ein ganz wichtiges Thema heute, und zwar geht es um die am häufigst genannte mögliche Nebenwirkung, und zwar geht es um das kardiovaskuläre System, genauer gesagt um das Herz. Es ist tatsächlich so, dass Männer, die Testosteron substituieren, unter erhöhtem Risiko für Herzinfarkte oder Gehirnschläge leiden. Zu diesem Thema begrüße ich wieder den Dr. Fotis Ispokoudis. Lieber Fotis, herzlich willkommen. Bitte erleuchte uns. Guten Tag zusammen. Ja, ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich sehr auch, dieses Thema mit Ihnen zu teilen. Denn in den letzten Jahren sind mehrere Studien erschienen, wo Männer, die eine Testosterontherapie gemacht haben, verunsicherten. So zeigten zum Beispiel zwei sogenannten Beobachtungsstudien, dass Männer infolge einer Testosterontherapie ein erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko hatten. Die soll sogar zu einer erhöhten Sterberate geführt haben. Allerdings die europäische Arzneimittelagentur, die EMA, führte daraufhin ein Risikobewertungsverfahren durch, in dem sie allerdings kein erhöhtes kardiovaskuläres, also Herz-Kreislauf-Risiko feststellte. Wohl aber brachte das Risikobewertungsverfahren der EMA an dem Tag, dass ein Testosteronmangel das Risiko für kardiale Probleme durchaus erhöhen kann. Da es rund um das Thema Testosteron verschiedene Untersuchungen mit recht unterschiedlichen Ergebnissen gibt, hat man sich entschlossen, auf den Beipackzetteln der entsprechenden Präparate einen Warnhinweis aufzuführen. Die Verwendung des Präparats könne ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme entstehen lassen, heißt es quasi in den Produktinformationen. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass eine Testosteronsubstitution nur dann erfolgen soll, wenn tatsächlich erniedrigte Spiegel mit entsprechenden Testosteronmangelsymptomen vorliegen. Zuletzt haben Wissenschaftler 23 Studien zum Thema Testosterontherapie, die zwischen 2014 und 2017 veröffentlicht wurden, in Bezug auf das Herz-Kreislauf-Problem und dem Schlaganfallrisiko. Und die wurden untersucht und zusammengefasst. Darunter waren 12 Studien, die einer klinischen Prüfung entsprechen. Bei 11 Publikationen handelte es sich um Anwendungsbeobachtungen. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass eine hormonelle Substitutionstherapie bei Testosteronmangel und entsprechenden Symptomen positive Effekte auf die Sexualfunktion hat. Zudem wurde eine erhöhte körperliche Aktivität und eine verbesserte Stimmungslage ermittelt. Mehrere große Beobachtungsstudien zeigten auch, dass es bei den infolge eines Testosteronmangels behandelten Männern eine Verringerung ihres kardiovaskulären Risikos gegeben war. Sie hatten also weniger kardiovaskuläre Ereignisse. Schließlich verwiesen die Verfasser der Studie auf ein verringertes Risiko, infolge einer Testosterontherapie zu versterben. In der aktuellen Studie Transverse wird derzeit bei 6000 hypogonadalen Männern geprüft, inwieweit die Langzeit-Testosterontherapie bei Männern die Rate kardiovaskulärer Ereignisse beeinflusst. Die Studie läuft noch bis Sommer 2022. Das bedeutet, dass wir jetzt innerhalb der nächsten Wochen oder Monaten die Ergebnisse davon haben, die werden wir dann Ihnen berichten. Ich bin sehr gespannt darauf, wobei ich mir sehr sicher bin an sich, dass das Ergebnis positiv ausfallen wird in Bezug auf das kardiovaskuläre Risiko und der Therapie. Das ist spannend. Ja, ich habe mich mit diesem Thema wirklich auch sehr stark auseinandergesetzt, weil, mein Gott, ich will mir nicht den häufigsten oder die Nummer 1 Todesursache, die es in der westlichen Welt gibt, das ist der Herztod, anzüchten. Und ich habe mich wirklich da tief reingelesen und habe da auch meine Erkenntnisse draus gezogen. So vorneweg will ich sagen,
Testosteron ist jetzt nicht schlecht für das Herz, aber ansonsten würden die Teenager oder die jungen Männer, die in der höchsten Zeit ihrer Eigenproduktion sind, ja wie Fliegen umfallen, tun sie aber nicht. Das sind die gesündesten Männer, die es gibt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Lebensumstände, die Begleiterscheinungen einer eher lethargischen Lebensstils oder einer eher negativen Ernährung, Bewegungsmangel etc. im Alter in Zusammenhang mit Testosteron, was ja auch einen Einfluss hat auf Blutmenge, rote Blutkörperchen, die Glykogenspeicherung, was entsprechend auch mehr Blutdruck bedeuten kann, dass diese Kombination nicht unbedingt positiv sein kann. Also das heißt, wir müssen das Ganze dann entsprechend, so wie wir es bei uns in der Therapie auch regelmäßig machen, holistisch anschauen und nicht einfach nur sagen, ja, ja, nimm das und das ist dann alles gut. Also wenn jemand wirklich Risiken hat, ja, Herz-Kreislauf-Probleme, Hämatokrit-Werte über 50%, Blutdruck, da ist Vorsicht geboten. Die Person muss schon entsprechend die Ernährung umstellen, Aktivitäten anpassen, damit man das Risiko halt verringert. Aber das Hormon, die Moleküle, das Testosteron an sich ist jetzt nicht so, dass das Herz angreift oder entsprechend einem Herzinfarkt. Das ist meine logische Nachvollziehung einfach, dass das forciert. Genau. Natürlich nehmen wir auch alle Studien in Kenntnis, die gemacht wurden. Und klar gibt es auch klare Kontraindikationen und relative Kontraindikationen für die Therapie. Das besprechen wir dann auch immer im Einzelfall, inwiefern wirklich ein Risiko vorliegt und ob das Risiko gering ist, mittelmäßig ist, hoch ist, je nachdem. Also wir schauen das wirklich immer im Einzelfall an, inwiefern die Therapie sinnvoll ist. Okay. Sehr spannend, dass jetzt bald wieder neue Studien rauskommen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Herzlichen Dank, lieber Fortis. Ich freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön. Ciao. Danke, ciao, ciao.